Patchwork. Das Cover mit der Tomate und dem grünen Iro dürfte wahrscheinlich den meisten ein Begriff sein. Gefühlt hatten sehr viele dieses Spiel, was wohl vor allem daran lag, dass es ein sehr früher Titel ist. Für das Spiel ist auch ein Nachfolger erschienen, der es aber leider nur nach Japan und Amerika geschafft hat. Haben wir was verpasst? Was taugt Amazing Tater, Puzzle Ball 2 oder inoffiziell Kirk 2 heute noch? Das Spiel erschien in Japan unter dem Namen Puzzle Ball 2 1991 und ein Jahr später in Amerika unter dem Namen Amazing Tater. Programmiert und vertrieben wurde es jeweils von Atlus. Wie schon angesprochen, gingen wir hier in Europa leider leer aus. Das Spiel ist vor allem bei der amerikanischen Version eines der teuersten Spiele, die es gibt. Wenn ihr das Spiel unbedingt in eurer Sammlung haben wollt, will ich euch die im Vergleich wesentlich günstigere japanische Version empfehlen. Im Vergleich zu Quirk ist das Kernspielprinzip fast schon erstaunlicherweise unverändert. Ihr steuert eine kleine Frucht durch verschiedene Level. Die erstrecken sich immer über einen Bildschirm und ihr müsst nur zum Ausgang gelangen. Das klingt aber natürlich einfacher als es ist, da diverse Hindernisse euch den Weg versperren. Diese müssen durch geschickte Kombinationen umgangen werden. Es erwarten euch größtenteils zwei verschiedene Elemente. Zum einen gibt es da die Drehkreuze. Diese bewegen sich immer rund um einen bestimmten Ankerpunkt. Hier müsst ihr meistens verschiedene Kreuze passend kombinieren. Dann gibt es da noch die Blöcke. Diese könnt ihr nur drücken und benutzt ihr, um Abgründe zu stopfen, um dort dann entsprechend drüber zu kommen. Auch hier müsst ihr bei der Problemlösung immer nach den richtigen Reihenfolge vorgehen. Das klingt natürlich sehr simpel, aber diese Elemente werden auch gerne mal kombiniert und so erwarten euch genug Kopfnüsse. Auch praktisch, falls ihr euch mal in eine Sackgasse geknobelt habt, könnt ihr ganz bequem den Level per Tastendruck neu starten oder euch Hinweise anzeigen lassen. Das Spielprinzip mag zwar gleich sein, aber dafür hat das Spiel im Umfang im Vergleich zum Vorgänger gut zugelegt. Euch erwarten gleich vier verschiedene Spielmodi. Einmal Beginner, hier werdet ihr in verschiedenen Level eingeführt und es werden Lösungsansätze angezeigt. Den Puzzle-Modus, dieser ist im Prinzip der klassische Modus. Der Trainingsmodus, hier muss ich wohl keine weitere Erklärung hinzufügen. Und der Action-Mode, dieser ist so eine Art Story-Modus, aber spielt sich nicht wirklich großartig anders als die anderen Modi. Euer Fortschritt wird immer in Form von Passwörtern festgehalten. Grafisch steht das Spiel auf jeden Fall besser da als der erste, wobei ihr hier kein riesen Upgrade erwarten dürft. Der Gesamteindruck wirkt aber irgendwie hochwertiger und etwas detaillierter. Beim Sound hingegen hat sich nicht wirklich großartig was getan und sogar die Musikstücke sind teilweise Remixe vom Vorgänger. Was taugt Amazing Tater, Puzzle Ball 2, also heute noch? Ich mag das Spiel sehr. Das liegt natürlich vor allem daran, weil ich Quirk damals hoch und runter gezockt habe und dieses Spiel im Prinzip exakt dasselbe Spielerlebnis bietet, nur eben leicht verfeinert. Rechtfertigt das den hohen Preis? Sicher nicht. Wenn ihr die Gelegenheit habt, solltet ihr aber auf jeden Fall hier mal reinspielen. Das war der Test zu Amazing Tater bzw. Puzzle Ball 2 für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Leute, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.